Komplizierte Lage, weil Susa die Machenschaften seines Neffen nicht versteht, der alles durcheinander zu bringen scheint. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Die Wohnung meines Neffen. Stehe ich denn so wenig mit beiden Beinen auf der Erde? Dann hat die Adelaide also doch recht. Es muss wohl die Sonne sein. Man wird mürbe und erinnert sich nicht mehr. In dieser stickigen Hitze verliert alles seine Bedeutung. Man will nur Schatten. Ein bisschen frische Luft, ein wenig kühles Wasser. Meine Lippen sind aufgesprungen, alle leiden hier übrigens darunter. Man darf es nur nicht zugeben. Ich weiß nicht mal, wo mein Neffe wohnt. Er hat mich noch nie eingeladen. Einmal hat er gesagt, er wohne gut. Adelaide glaubte sogar, er könne im Acrylpalast sein. Ich kenne weder seine Telefonnummer noch seine Adresse. Wenn ich ihn in einer Notlage bräuchte, könnte ich ihn nicht benachrichtigen. Nein, nein, es kann nicht im Acrylpalast sein, wo nur die hohen Funktionäre leben. Der Neffe ist kompetent, aber er ist noch nicht in die höheren Chargen zu den unsichtbaren Privilegierten dieser neuen Rasse aufgestiegen. Sowas von Mattigkeit. Ich lehne mich an das Bett, halte ein kleines Nickerchen. Der Ventilator bewegt die warme Luft. Ich schlafe fest ein, öffne die Augen, alles still. Ich stelle mir einen Fäulnisgeruch vor, ruhig. Na, was ist, wie viele Tage willst du schlafen? Ich bin ein bisschen eingenickt. Ein bisschen. Ha! Wir dachten, du seist gestorben. Du hast 1,5 Tage geschlafen. Wenn du bei dieser Hitze wie ein Mehlsack schlafen kannst, wirst du es in der Hölle ja ganz gut aushalten. 1,5 Tage? Du bist verrückt. Ich habe immer nur wenig geschlafen. Dein Neffe ist hier, ist gekommen, um sich um den Umzug zu kümmern. Vor Jahren hätte es mir etwas ausgemacht, dass ich so viel geschlafen und so viel Zeit vertan habe. Wenn möglich, wäre ich am liebsten gleich wieder im Schlaf versunken und im nächsten Monat oder in einem Jahr aufgewacht. Überwintern wie die Bären. Nein, nicht überwintern, übersommern. In Erwartung kühlerer, angenehmerer Zeiten. Ja, sieht so aus, als sei ich noch immer nicht aufgewacht. Na, was ist, Onkel? Hast du alles zusammengepackt? Werde ich gar nicht erst. Nehmt mit, was ihr wollt. Sollen wir aussuchen? Zuerst muss ich wissen, ob es nicht möglich ist, meine Wohnung wieder für mich allein zu haben. Nein, das geht nicht. Darüber wollte ich mit dir sprechen. Es kommen noch mehr Leute. Noch mehr? 4 Personen für einen Tag. Was für einen geheimnisvollen Handel treibst du eigentlich? Kannst du mir das erklären? Ich tue etwas Gutes, Onkel. Ich bringe Leute unter, die ohne Dach über dem Kopf sterben müssten. Ach wirklich? Und warum kümmerst du dich nicht um die, die in den Lagern sind? Onkel, und du kommst mir mit den Lagern? Die Leute dort sind verloren, mit denen kann man nicht rechnen. Diese Leute hier sind wichtige Techniker. Hör mal, hier gibt's einen Kerl, der immer mit dem Ohr am Radio klebt. Der kann wirklich kein wichtiger Techniker sein. Wirklich nicht. Das ist ein vollkommener Idiot. Vielleicht tut er nur so. Vielleicht hat er die Ohren gespitzt und beobachtet alles. Was? Daran habe ich nie gedacht. Kann aber sein. Solche Typen gibt es. Die laufen überall herum. Sie sind bekannt. Die sind nicht ohne. Sammeln Informationen. Ich weiß nicht, was für welche oder wozu und was sie damit machen. Jedenfalls ist das mit den Informationen zu einer Neurose geworden. Wer informieren will, soll informieren. Also, das Radio ist ein Sender. Er hört Befehle, Zeichen, Codes. Er sendet auch Informationen über alles, was sich hier in der Wohnung abspielt. Wunderbar für das System. 1 in jedem Haushalt. Totale Sicherheit. Nein, nein, also das geht zu weit. Unsinn. Ich spinne. Welche Bedeutung hat das jetzt wohl?
Wäre er ein Informant, dann wüssten Sie jetzt schon von der Leiche des Barbiers und die Leichensammler stünden vor der Tür. Mit ihren Drohungen, da kannst du sicher sein. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Der Mann mit dem Radio ist wirklich ein Schwachkopf. Vor lauter Planierraupenfahren ist er verblödet. Willst du nichts aussuchen? Nichts. Macht schon. Ich helfe den Männern, alles im Wohnzimmer aufzustapeln. Tische, Stühle, Vitrinen. Die Bar aus Zedernholz. Ist mir egal. Jedes Glas in der Vitrine hat die Adelaide nach und nach gekauft. Wir hatten nie genug Geld, um einen ganzen Satz auf einmal zu kaufen. Einmal weinte sie wegen zwei Tassen. Es waren rosa Tassen mit goldenen Buchstaben. Er, sie. Sie stammten von ihrer Mutter, die sie zur Hochzeit bekommen hatte. Jede Woche öffnete Adelaide den Schrank, spülte die Tassen und staubte die Glasregale ab. Dann schloss sie mit dem Schlüssel zu. Ein Fußtritt gegen die Vitrine. Ich greife Gläser heraus. Tassen, Kelche, Schalen, Likörgläser, Kompottschälchen, Miniaturen. Ich werfe sie aus dem Fenster. Ein Ding nach dem anderen. Ich werfe immer erst das Nächste, sobald ich auf dem Bürgersteig die Scherben klirren höre. Den Männern gefällt das Spiel, sie machen mit. »Das ist meine!« schreie ich, als der Mann, der immer Konfekt ist, die rosafarbene Tasse in der Hand hält. Ich schreie mit einer solchen Wut, dass er erschrickt und sie fallen lässt. Ich sammle die Scherben auf, lasse sie noch einmal zu Boden fallen und zertrete sie. Die andere Tasse werfe ich auf die Straße. Gleich stehen die Nachbarn am Fenster und protestieren. »Bist du verrückt geworden, Onkel?« Ich amüsiere mich. »Die Tante hat diese Tassen so geliebt.« »Ja eben. Und wo ist sie?« »Wo sie ist?« »Ich bin sicher, dass sie bei dir ist.« »Wieso bei mir?« »Weil du ihre Abwesenheit so selbstverständlich hingenommen hast. Du hast mich überhaupt nicht nach Adelaide gefragt. Ihr hattet euch sehr gern, wart so eng verbunden wie Mutter und Sohn. Ich habe darüber nachgedacht und es hat mich beruhigt. Adelaide ist bei dir, nicht wahr?« Er antwortet nicht, sondern erteilt Befehle. Wenn es überhaupt Befehle zu erteilen gibt. Aber Militechner übernehmen gern das Kommando. Sie halten sich für Logistiker, Strategen. Und sei es nur in einer Wohnung beim Reinemachen oder Umziehen. Sie sind imstande, den Gang zum Klo und die Klosettspülung zu beaufsichtigen. Ich werfe meinen Kram weiter durchs Fenster. Es klopft. Natürlich kann das nur die Nachbarin mit den geschminkten Lippen sein. Sie ist es nicht. Vorahnungen sind nicht meine Stärke. Der Alte, der immer die Pathetik spielt. Er will wissen, ob ein Umzug stattfindet oder was sonst. Er ist durch die Wohnzimmertür gekommen. Äußerst mager. Ein schmächtiges, weißes Kerlchen undefinierbaren Alters, 20 oder 100 Jahre. Stark akzentuierte Geheimratsecken und langes weißes Haar, das ihm strähnig über die Schultern fällt. Die Hände dagegen glatt und vollkommen. Als sei er 20. Ein richtiges Auge blau und ein unbewegliches aus Glas. »Ich will mich nicht einmischen. Ich dachte, Sie hätten Streit mit Ihrer Frau. Ich bin ein Freund von ihr und wollte meine Hilfe anbieten.« »Sie hätten nicht viel helfen können, auch wenn es wirklich ein Streit gewesen wäre.« »Ja, was denken Sie denn?« »Sie waren befreundet?« »Sehr. Sie kam nachmittags immer herauf und wir spielten gemeinsam die Pathetik. Wir hatten verschiedene Interpretationen und diskutierten darüber. Sie hatte das Zeug zu einer großen Pianistin. Warum hat sie aufgegeben?« »Das war ihre Sache. Sie hat nie mit mir darüber gesprochen. Vor kurzem habe ich noch darüber nachgedacht und mir war nicht wohl dabei. Ich habe überlegt, ob ich sie vom Spielen abgehalten habe.« »Ihre Frau schleppte Probleme mit sich herum. Sie war sehr beherrscht. Die ganze Zeit über
beherrschte sie sich, ging nie aus sich heraus. Nicht einmal in der Musik erlaubte sie sich das, immer war sie auf die Noten fixiert und zufrieden. Blind. Es hat mich einige Mühe gekostet, sie davon zu überzeugen, dass man den Noten folgen kann, sie als Pianist korrekt spielen kann, die Musik aber dennoch leblos bleibt. Später, viel später, nachdem sie gesehen hatte, gehört hatte, was ich aus dem Stück machte, stürzte sie sich hinein und verausgabte sich, wie sie sagte. Sie machte sich nur mit großer Furcht frei, denn wer jahrelang gefesselt ist, bewegt sich zunächst steif und braucht viel Übung und Anleitung, um wieder zu sich selbst zu finden. Als sie fühlte, dass sie wirklich leben konnte, wie sie es sich ersehnte, veränderte sie sich völlig. Ich glaube, dass sie deshalb verschwunden ist. Sie kam nicht mehr herauf und oft habe ich die Pathetik Nachmittage und Abende hindurch gespielt, unaufhörlich und immer in der Hoffnung, sie zu erreichen, in der Erwartung, sie könnte jeden Augenblick an die Tür klopfen. Wann war das? Fragte ich und dachte dabei, er ist mir mit seinem Spiel auf die Nerven gegangen. Vor 2 Monaten? Lassen Sie mich mal überlegen. Sie fand zu sich vor etwas mehr als 2 Monaten, an einem Nachmittag, als ich eine Bananenspeise zubereitet hatte. Mein Darm streikte, diese künstlichen Bananen taugen nichts. Es ging mir ziemlich schlecht, können Sie sich gar nicht vorstellen. Es war recht unangenehm, ich konnte mich nicht einmal hinsetzen, um ihr zuzuhören. Dauernd musste ich ins Badezimmer. Ich war unruhig, der Schweiß brach mir aus. Ich nahm mich zusammen. Fast wäre mein Gebiss gesprungen, weil ich vor Koliken so mit den Zähnen knirschte. Dieser Nachmittag war wichtig für sie und für mich auch, denn es gelang mir, meine Krämpfe zu vergessen und in die schmerzvoll klingende Pathetik einzutauchen, die sie mir vorspielte. Merkwürdige Adelaide. Seit diesem Tag hat sie sich von mir entfernt und nur noch auf einen Vorwand gewartet. Etwas, was den Bruch rechtfertigte. Nachdem die Idee in ihr gereift war, betete sie, der Augenblick möge kommen. Damit wollte sie mir etwas sagen, ohne mich zu verletzen. Wenigstens haben wir uns all diese Jahre nicht wehgetan. Wir taten uns nicht weh. Wir gingen behutsam miteinander um. Keine Aggressivität, freundliche Diskussionen, einer gab immer nach, wenn der andere die Stimme erhob. Ein sanftes Zusammenleben. Leben? Ah, du Schlimme, du hast es früher gemerkt als ich. Wenn wir wenigstens die Angewohnheit gehabt hätten, zu sagen, was in uns vorging. Schläft sie? Wer? Adelaide? Haben Sie eine andere Frau? Sie ist fort. Wohin? Verschwunden. Hat sie keine Nachricht hinterlassen? Deshalb ist sie weg. Ein Loch in der Hand?
Erschreckt Sie das? So sehr wie eine Ratte. Nun, es hat Adelaide erschreckt. Das kann nicht sein. Sie war so gelassen, hat die andere mit einem Loch in der Hand gesehen. Zwei meiner Schüler haben eins. Sie kam einmal herauf, als die beiden am Klavier saßen. Am ersten Tag fand sie es merkwürdig. Mit der Zeit gewöhnte sie sich daran. In dieser Stadt ist nichts anormal. Verrat, Adelaide. Ich kam mir vor, als sei ich verraten worden. Dieser Mann weiß mehr über dich, als ich in all diesen Jahren erfahren habe. Das gilt nicht. Hätte ich das geahnt, hätte ich Klavier spielen gelernt. Wir hätten beide gespielt und miteinander geredet. Ja, ja, ich verstehe. Jetzt sehe ich das alles. Wer weiß, vielleicht wäre ich mit dir gegangen. Als du deine Beherrschung über Bord geworfen hast, hast du dich von mir befreit. Weil du mich verlassen hast, hast du bewirkt, dass ich dich erst richtig kennenlerne. Das Loch in der Hand war ein Vorwand, schlicht und einfach ein Absprung für deine Rettung. Es genügte, deine Erschütterung zu zeigen, danach konntest du verschwinden. Ob ich Zeit haben werde, dir solche Dinge zu sagen? Ich muss gehen. Ich will die Sendung mit den Superhelden nicht verpassen. Ich sehe furchtbar gern Trickfilme im Fernsehen. Jetzt zeigen sie eine Serie mit dem Supermenschen nach Sartres, das Sein und das Nichts. Kennen Sie das? Den Supermenschen oder Sartre? Warum nicht beide? Er soll mich nicht so ironisch ansehen. Ich bin sicher, dass dieser Alte sich verflüchtigen wird. Es gibt ihn nicht. Er ist ein Geist der verlorenen Wälder, der sich in einer modernen Stadt verirrt hat, die weder Büsche besitzt noch Mythen ertragen kann. Sind noch mehr Leute hier? Dieser Krach in der Küche. Sie sind neugierig, was? Ich mag Menschen, das tut mir gut. Ich gehe kaum aus, hin und wieder besuche ich Verwandte. Aber die sind immer beim Essen. Ich weiß nicht, wieso die nicht sterben. Sie stopfen sich unaufhörlich voll. Dann werden Ihnen diese Leute hier nicht gefallen. Die verbringen auch ihre Zeit in der Küche und essen. Verwandte? Freunde meines Neffen. Der da, das ist mein Neffe. Herr Hauptmann? Hauptmann. Sie kennen die Ränge wie das. Kennt man eben. So jung und schon Hauptmann. Glückwunsch. Der Herr Lehrer wohnt in diesem Gebäude? Zwei Stockwerke höher. Seit 28 Jahren. Also gefällt es Ihnen hier? Nein, ich finde es fürchterlich. Ich würde lieber wie Diogenes in einem Fass hausen. Ich kann diese Alten nicht mehr sehen. Was für eine Idee dieser Regierung, die Alten auf einer Seite, die mit 40er auf die anderen. Und die Jungen getrennt davon einzuquartieren. Unsere Planer für das gesellschaftliche Wohlergehen wissen, was sie tun. Die Gesellschaft hat sich entsprechend verhalten. Sie reden so offiziell wie ein Dokument. Leben Sie allein, Herr Lehrer? Wie wär's mit ein paar Leuten zur Gesellschaft? Untermieter? Sagen wir, Gefährten, Freunde, für einige Zeit. Da werden sie sich etwas Schönes einbrocken. Die werden ihre Wohnung in Beschlag nehmen, so wie meine, versuchte ich ihn zu warnen. Davon kann keine Rede sein. Der Onkel ist etwas verwirrt, weil die Tante fort ist. Es wird ihnen gut tun. Wenn niemand mein Klavier anfasst,
Darum kümmere ich mich persönlich. Niemand wird Ihr Klavier anrühren. Gut, aber da ist noch ein Problem. Ich weiß nicht, ob das geht. Herr Lehrer, für uns gibt es keine Probleme. Aber für mich, mein Schlafanzug. Der Schlafanzug? Ja, ein riesiges Problem, das mich nicht in Ruhe lässt. Brauchen Sie Schlafanzüge? Wir bringen Ihnen so viele Sie wollen. Der Herr Hauptmann löst alles durch Kaufen? Ja, nun, das wird nichts nützen. Was ist denn mit diesem Schlafanzug? Ich kann mich nicht mit Spinnereien von alten Leuten aufhalten. Nur was denn, Opa? Es ist schon Abend. Nun, das hängt vom Klavier und vom Schlafanzug ab. Klavier und Schlafanzug? Niemand darf mein Klavier anrühren. Na, keiner von denen kann spielen. Eben, und wer nicht spielen kann, der tut gern so, als würde er es lernen. Wer sich dem Klavier nähert, wird sofort vor die Tür gesetzt. Das garantiere ich Ihnen. Das garantieren Sie jetzt und nachher? Mein Wort darauf. Das Wort von jemandem, der für die Regierung arbeitet. Wissen Sie, was das wert ist? Schon gut, schon gut. Und der Schlafanzug? Ich will ihn schön säuberlich zusammengelegt. Was soll das heißen? Fein säuberlich zusammengefaltet und unter das Kopfkissen gelegt. Ich finde es grässlich, den Schlafanzug zusammenzulegen und kann es nicht ausstehen, wenn er auf dem Bett herumliegt oder auf dem Boden. Ein Schlafanzug gehört unter das Kopfkissen. Ist ja gut, Opa. Wir werden den Schlafanzug zusammenlegen. Alles organisiert. In Schichten. Jeden Tag einer. Wer nicht seine Pflicht erfüllt, der weiß Bescheid. Ehrenwort? Ehrenwort, ganz bestimmt. Beantworten Sie mir nur eine Frage, wenn es erlaubt ist. Bei dieser Hitze schlafen Sie im Schlafanzug? Ich habe Angst vor Zugluft in der Morgenfrühe. Zugluft? Es geht doch kein Lüftchen mehr, geschweige denn Zugluft. Nicht einmal mehr der Hauch eines Aufstands gegen die Regierung. Legt ihr den Schlafanzug wirklich zusammen? Natürlich. Kommen Sie mit, Hauptmann. Wir wollen eine hübsche kleine Musik hören, die Ihre Tante und ich immer gespielt haben. Und wenn Sie Nachricht von Ihrer Gattin haben, teurer Freund, sagen Sie mir Bescheid. Ich mache mir auch Sorgen. Onkel, ich komme gleich wieder herunter. Stell die Sachen weiter aufeinander. Und der Tote? Ein Toter? Fragte der Alte. Das ist ein Slang-Ausdruck bei uns, nichts weiter. Komischer Slang. Sie gehen. Kaum sind sie an der Treppe angelangt, trifft das Licht auf die Fenster. Unerbittlich, wie Riesenscheinwerfer. Dieselben riesigen Scheinwerfer, die sie benutzt haben, um uns aus unserem Haus zu vertreiben. Lichter und ein entsetzlicher Krach. Erst bin ich wie betäubt, dann renne ich zum Fenster. Die Nachbarn sehen auch hinaus. Mein Neffe kommt gelaufen. Sie haben es geschafft! Schreit er. Er ruft die Männer. Sie gehen in die Küche, diskutieren laut. Ich betrachte meine aufgestapelten Sachen. Eigentlich sollte ich mich von ihnen verabschieden. Schließlich haben sie mich mein Leben lang begleitet, waren meine Gefährten. Als könnten Gegenstände sich vermenschlichen. Die Männer kommen aus der Küche und laufen eilig an mir vorbei in den Korridor. Alles fertig, Onkel! Ja, nein, von mir aus können Sie mitnehmen, was Sie wollen. Mein Neffe rennt durch die Tür und schreit, Sie sind mit dem Hubschrauber gekommen! Jetzt, glaube ich, verstehe ich alles.
Eine ganze Menge Leute müssen in diese Sache verwickelt sein. Aber in was verwickelt? Ich kann nicht glauben, dass mein Neffe, ein junger Kerl von 23 Jahren, einen solchen Einfluss hat. Und nun kommt mir eine Frage nach der anderen in den Sinn. Einfluss worauf? Auf welchen Gebieten? In welchem Umkreis? Wenn wir wenigstens eine Vorstellung von der Organisation der Regierung, der hierarchischen Aufstellung, der handelnden, herrschenden Gruppen hätten. Es gab Zeiten, da kannten wir die Mechanismen der Macht, die Herkunft der Parteien aus weiter zurückliegenden Epochen und wussten, was Unionen und Allianzen bedeuteten. Lange vor der Technokratie war das so. Die Gruppierungen unterschieden sich durch ihre Ideen. Man lebte innerhalb eines Kräftespiels gewisser faktischer oder opportunistischer Kombinationen, teilte das Kommando untereinander auf. Alle hatten einen bestimmten Anteil daran. Jede Gruppe übernahm die Leitung für eine bestimmte Zeit. Während der 70er und 80er Jahre wehten dann andere Winde. Die Technokraten erlangten die Vorherrschaft. Ihre Anhänger besetzten die Posten, ohne irgendjemandem Zeit zur Anpassung zu geben. Sie brachen jäh mit den Systemen und etablierten sich, in der Gewissheit, dass die Zukunft ihnen gehörte. Die Arroganz hielt einige Zeit an. Hochnäsig und eingespannt in die Verwaltung bemerkten sie nicht, dass die neue Klasse aufstieg. Die Militechner vertraten sowohl die Organisation des Militärs als auch den Rationalismus der Technokraten. Hierarchie, Strenge, Disziplin und eigenartige Führungsideen. Zu Dynastien zusammengefasst nahmen sie göttliches Recht für sich in Anspruch. Sie waren unerbittlich, eingeschlossen in ihre Festungen. Die Macht wurde durch Pakte, Kabalen und Beziehungen unter ihnen aufgeteilt. Sie verfielen wieder auf den alten Brauch der politischen Intrige, als sie die Leute aus dem Staat Minas in die Verwaltung holten. In der Universität hatten die Studenten der Politologie oft gebeten, ich solle die Machtstruktur analysieren. Sie wagten nicht, die anderen Professoren danach zu fragen, aus Angst, sie könnten angeklagt werden, weil sie unverdauliche Fragen formulierten. Aber es half nichts. Bestimmte Elemente fehlten uns. Mir fällt nur ein Vergleich ein. Wir waren wie die Etrusker. Trotz vieler Forschungen wussten die Historiker nur wenig über die Organisationsform der Etrusker oder über den Aufbau ihrer Zivilisation. Alles Informationen, die sie von Gegenständen, bemalten Keramiken und Wandgemälden ableiteten. Jene Zeichnungen und Steingravuren lieferten nur unvollständige, isolierte Erkenntnisse. Es war kaum wahrscheinlich, einen Zusammenhang zu erfahren, eine umfassende Sicht von ihrer Regierungsweise oder dem Aufbau ihrer Gesellschaft zu erhalten. Wir befinden uns heute in der gleichen unergründlichen Situation. Mein Neffe kommt brüllend zurück, gefolgt von seinen Anhängern. Der Mann, der immer Radio hört, schlägt mit der Faust auf die Vitrine ein, das Glas zerspringt. Der Anführer der drei rennt zum Telefon und versucht, eine Verbindung herzustellen. Jedes Mal, wenn ihm dies misslingt, knallt er wütend den Hörer hin. »Das musste ja schiefgehen. Es gibt Leute, die mich übergehen wollen. Ich weiß sogar wer. Das Schlimmste ist, dass ich diesen Hubschrauber brauche.« »Lassen Sie doch, Hauptmann, wir gehen unten raus. Es kommt alles in den kleinen Laster.« »Nicht in den Laster. Die wollen nur erreichen, dass wir den Leichen im Laster rausfahren. Dann laufen wir den Leichensammlern in die Arme und können nichts erklären.« »Ja, müssen Sie denn etwas erklären, Hauptmann? Das ist nicht das Problem. Da steckt eine Falle dahinter. Irgendwas stinkt.« »Ganz schön misstrauisch sind Sie. Sind Sie immer so argwöhnisch? Wer ist das nicht? Ich bin sicher, dass Sie irgendwas im Schilde führen.« »Wenn die etwas aushecken wollen, tun sie das auch.« »Ja, aber einen Hauptmann mit einer Leiche im Arm zu erwischen, ist schließlich ein gefundenes Fressen. Das heißt, Beförderung bewirkt Vergünstigungen, verschafft Privilegien.« »Ja, nur wissen sie nicht von der Leiche. Niemand weiß etwas davon.« »Aber mein Onkel, der Alte ist ja überhaupt nicht rausgegangen. Er hat mit niemandem gesprochen.« »Und der verrückte Pianist? Seid ihr sicher, dass mein Onkel ihm nicht einen Zettel zugesteckt hat?« »Er ist dein Onkel, mein Teurer. Du bist in seiner Wohnung, das heißt wir.«
Ja, aber du hast mir selbst gesagt, dass er nicht gerade glücklich ist über die Invasion. Eine gute Gelegenheit, uns endlich loszuwerden. Nun gut, es ist deine Familie, ihr kennt euch. Was kann ich tun? Ich bin in eurer Hand. Was soll diese Diskussion hier überhaupt? Lass uns abhauen. Und der Hubschrauber? Vergiss den Hubschrauber. Stundenlang Möbel mit dem Fahrstuhl nach unten befördern. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Sachen besitze. Stühle und kleinere Gegenstände gehen über die Treppe nach unten. Der mit dem Konfekt und der mit dem Radio sind beide verschwitzt und erschöpft. Wenn wir uns nur auf den Fahrstuhl verließen, brauchten wir 3 Monate zum Verladen. Ich fasse Mut und gehe ins Mädchenzimmer. Leer. Die Leichen sind schon unten. Komisch. Ich rede wie sie, die Leichen. Ob alle tot sind? Und warum fühle ich überhaupt nichts? Ich müsste Schrecken oder Ekel empfinden. Schließlich hat mich Gewalt immer schockiert. Ich laufe durch die Wohnung wie eine Katze, die alles auskundschaftet. Die Räume sind leer, alle meine Sachen fort. So ist das Persönliche verloren gegangen. Jetzt ist es irgendeine Wohnung. Sie kann von mir, von Adelaide oder einem Unbekannten bewohnt worden sein. Es macht keinen Unterschied. Wir hatten den Dingen unseren Stempel aufgedrückt. Dieser Gedanke lässt mich erschauern. Wir haben die Dinge humanisiert und zu unseren Stellvertretern gemacht. Sie haben uns symbolisiert und uns definiert. Sie sind ein Ausdruck unserer selbst gewesen. Wir fühlten uns mit ihnen verbunden und haben einen Kult getrieben, der bloß ein Ersatz war. Vielleicht musste es so sein. Ich leide nicht. Durch die leere Wohnung zu laufen, tut nicht weh. Ich zermarter mir den Kopf und finde keine Erinnerungen. Gut, wenn das wenigstens bedeutet, dass wir die Manie, das Tragische zu kultivieren und das Dramatische zu vergöttlichen, aufgegeben haben. Der Mann mit dem Konfekt saß am Lenkrad. Er schien die Stadt gut zu kennen. Die Scheinwerfer warfen Licht auf Mauerechten, Kirchenportale, auf die Unterseite von Viadukten, auf beleuchtete Säulen veralteter Freeways. Das Licht zeigte Menschen, die mit überraschten Gesichtern eilig aufstanden und erröteten. Die Leute versuchten etwas zu verbergen, hervorspringende Augen, Horror, Angst. Der Mann, der immer Konfekt aß, hubte. Die Leute liefen in Gruppen davon, einige versuchten über die Gitterzäune vor den Gebäuden zu springen, erlitten einen Schock, schrien und fielen zu Boden. Sie hatten vergessen, dass die Zäune elektrisch geladen sind. Gruppen saßen um Lagerfeuer herum, in Lumpen gehüllt, aßen aus Dosen. Sie waren so verwundert über unser Eindringen, dass sie sich nicht einmal rührten. Sie blieben wie gelähmt sitzen und versuchten herauszufinden, warum wir nicht anhielten. Sie verstanden nicht, dass ein solcher Lastwagen nicht schon eine Patrouille auf Razzia im Morgengrauen war. Der Zustrom wächst mit jedem Tag, es wird gefährlich. Das Volk hält es in den ärmsten Lagern einfach nicht mehr aus. Als wir um eine Ecke bogen, musste der Fahrer plötzlich bremsen. Trommelförmige Hindernisse aus Beton versperrten die Straße. Es war unmöglich, dass die Bewohner die Straßen selbst versperrten. Ein Scheinwerfer beleuchtete den Lastwagen. »Weisen Sie sich aus«, rief eine Stimme über ein Megafon. Der Fahrer legte den Rückwärtsgang ein, Schüsse durchlöcherten den Motor und die Kotflügel. Wir duckten uns, die Schüsse hielten an. Eine Gruppe Kahlköpfiger rannte hinter den Lastwagen. Bis wir an Tempo gewannen, konnte ich sie neben dem Führerhaus sehen, mit ihrer roten Haut, ohne ein einziges Haar am Körper. »Die Nacht ist frisch, aber wenn der bläuliche Nebel weiter herabfällt, stellen wir uns lieber darauf ein. Es wird schlimmer als im Nordosten sein.« »Schlimmer?« »Hier gibt es so viel Zement, Asphalt, Steine, Dinge, die sich stark aufheizen. Dort war es nur die Erde und die absorbiert die Hitze. Wenn sie sie zurückstrahlt, dann ist das nicht so schlimm wie bei Beton. Wir müssen einen Regenschirm aus schwarzer Seide für unseren Freund besorgen.« Plötzlich tauchte vor der Windschutzscheibe von oben herunter ein Kahlköpfiger auf und noch einer.
Der Mann, der Konfekt aß, bremste, warf das Lenkrad herum, die beiden verloren das Gleichgewicht und fielen herunter. Der Laster fuhr schneller. Kurz darauf sprang ein weiterer Kaller auf die Motorhaube. Der Mann, der immer an der Stirnseite des Tisches saß, zog den Revolver. Ausgerechnet er. Ich hatte ihn für einen friedfertigen Menschen gehalten. Er streckte die Hand durch das Fenster und schoss, entschlossen. Einer der Kahlen auf der Motorhaube stürzte, ein anderer sprang ab. Er schrie nicht, sondern er fiebte wie ein Äffchen. Neben dem Geräusch des Motors und den quietschenden Reifen, die auf dem weichen Asphalt klebten, hörten wir ein Schnauben, das das ganze Viertel erfüllte, wie eine Dampflokomotive, die auf einem Rangierbahnhof abgestellt ist. Kein Licht in den Fenstern, in dem einen oder anderen Wachhäuschen eine gelbliche Lampe, die sich langsam drehte. Und dennoch hielt das Gefühl, wir würden bewacht, an. Einen Augenblick lang dachte ich, ich hätte den Propeller eines Hubschraubers über uns gehört. Aber am dunklen Himmel war nichts zu sehen, es sei denn, sie machten Blindflüge. Mein Nacken brannte, jemand war hinter mir, aber wer? Der Laster fuhr weiter, vorwärts oder rückwärts in Straßen hinein oder aus Straßen mit Absperrungen heraus. Wir waren gezwungen, große Umwege zu machen. Ich ohne die geringste Orientierung durch die Straßen, an deren Existenz ich nie geglaubt hätte. Der Mann, der Konfekt aß, war ein ausgezeichneter Fahrer. Er schien an den Lastwagen gewöhnt zu sein. Oft fuhren wir auf den für Ambulanzen, Panzer, Polizeiwagen, Gefangenenbusse und Fahrzeuge für die Isolation reservierten Fahrbahnen. Tagsüber würde das Gefängnis bedeuten, ohne weitere Umschweife. Wie konnten sie die Stadt nachts nur so sich selbst überlassen und einfach ausliefern? Die Viertel änderten sich, als wir weiterfuhren. Die Wohnblocks wurden einfacher, immer hässlicher und verwahrloster. Wir überquerten eine große Avenida und drangen in eine völlig verkommene Zone vor. Etwas später fuhren wir an düsteren Ruinenblocks vorbei. »Sind wir noch in Sao Paulo? Mensch, was für eine Frage!« Ich glaube, ich habe geschlafen. Wir sind so lange gefahren. Wir sind in der Nähe der vierten Haltestelle. Vierte Haltestelle? Elend weit. Was wollen wir denn hier? Den Müll ausladen. Warum hast du die Möbel nicht auf die Straße geworfen? Die Stadt war menschenleer. Und die Leichen? Sind alle, die aus dem kleinen Zimmer gestorben? Alle. Sie waren schlecht dran. Oder sind sie umgebracht worden? Ich schwöre es bei meiner Seele, der einzige Tote war der Barbier. Die anderen hätten sowieso nicht überlebt. Die Überlebenschancen für die Kahlen sind minimal. Sie haben sich angesteckt, sind verurteilt. Sie gehen schneller zugrunde als Mücken. Und der Barbier, wer hat den getötet? Also hör mal, ist doch uninteressant, sowas jetzt zu diskutieren. Können Sie mir sagen, warum? Hör mal. Das Wichtigste ist, die Leichen loszuwerden, ohne dass es jemand sieht. Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr die Leichen nicht einfach an einer Ecke ausgeladen habt. Es war doch alles dunkel. Und die Blockwächter? Die Nachtalarmhauswarte? Die Mobilisateure? Denkt ihr, die passen nicht auf? Hinter Fenstern und Säulen, in den Wachhäuschen versteckt mit Infrarotkameras. Alle haben uns durch die Stadt fahren sehen. Warum haben sie uns nicht denunziert? Für sie war das nur ein Lastwagen. Stell dir vor, sie denunzieren und es ist einer von der Führung. Da würden sie in ganz gehörige Schwierigkeiten geraten. Wenn sie aber das Ausladen von Klumpen und Leichen sehen würden, wäre das etwas anderes. Sieht fast so aus, als kämen den Toten in dieser Stadt eine gewisse Bedeutung zu. Nicht den Toten, sondern dem politischen Spiel, das man mit ihnen treiben kann. Ein ganzes System von Tauschen und Schachern, Abrechnen und Anordnen. Hier war jetzt etwas los. Der Lastwagen fuhr zunehmend langsamer. Die Menschen sahen uns entsetzt an, überall der gleiche überraschte, angstvolle Blick. Jeder trug etwas, einen Sack, eine Kiste, einen Stuhl, Plastikstöcke, Pakete. Von Block zu Block immer mehr Leute. Sie trugen Laternen aus Draht und Blech mit einer Kerze darin. Ein schwaches Licht, das kaum den Weg beleuchtete. Erinnerungen an frühere Prozessionen in der Karwoche. Der Herr gekreuzigt am Karfreitag. Die Gläubigen mit ihren Kerzen. Der Passionsgesang.
Hier gab es keine düstere Litanei, sondern ein dichtes, kompaktes, fast rhythmisches Gemurmel. Und über allem der Gestank. Fürchterlich, mephitisch. Im Gymnasium hatten wir einen äußerst pedantischen Geographielehrer. Der benutzte dieses Wort für alle und für alles. Für ihn bedeutete es eine Beleidigung. Für mich ist es das Symbol eines Geheimnisses, ein Code geblieben. Ein Synonym für etwas Schlechtes. Ein Wort, das nicht einmal in allen Wörterbüchern steht. Daher der Eindruck, es sei ein besonderes Wort. Mephitisch. Was ich bis hier rieche, ist der Gestank von Tod und Verwesung, von Abfall und Exkrementen, von Kanalisation und Schweiß. Ein scharfer, durchdringender Geruch, stechend. Wie hält dieses Volk das aus? Die Menge wird immer dichter, bis wir auf ein riesiges Gelände stoßen. Wenn ich das in einem Film sähe, würde ich es nicht glauben. Abfallberge voll mit verdreckten Gestalten, Türme von Krimskrams, Berge aus Plaste, Hügel aus Büchsen, Stapel von Schrott, Schutt, Dreck, Gerümpel, Plunder. Ich weiß nicht, ob es eher einem Kaufhaus für Schnickschnack glich oder einem großen Trödelmarkt, der von unbegreiflich begeisterten Leuten besucht wurde. Elendes Völkchen. Zerlumpt und verlaust strichen sie durch die verfaulten Alleen mit der gleichen Aufregung, die Adelaide und ich an den Tag des obligatorischen Konsums in den Hyperernährern empfanden. Viele standen um die Feuer herum. Sie verbrannten Plastikgegenstände. Und es stieg mehr Rauch als Feuer auf. Zerlumpte erklärten in Horden die Müllberge, sammelten und sammelten. Sie hielten inne und beobachteten, wie der Lastwagen langsam durch das graue Tal aus Dreck fuhr. »Gibt es hier denn keine Zivilitäre zur Bewachung?« »Ich weiß nicht«, antwortete mein Neffe. »Und diese Leute greifen einander nicht an?« »Weiß nicht, aber es wäre nur gut, wenn sie aneinander gerieten, denn es geht darum, dass möglichst viele sterben.« »Wahnsinn, das kann doch nicht die Absicht sein. Die hier sind Millionäre.« »Hast du schon die Ärmstenlager gesehen? Ja? Da liegen sie einer über dem anderen, ohne Kraft sich zu erheben. Und sie lehnen sich nicht auf. Warum? Weil sie nur den Mund auf- und zumachen können, nur um Wasser und Essen bitten. Hast du schon ein Vogeljunges gesehen?« »Genauso. Fehlt nur das Piepsen.« »Wie entsetzlich.« »Du sprichst von Entsetzen? Das sagst du so hin. Du hast ein angenehmes Leben, dir ist es gelungen, innerhalb des Kreises zu bleiben. Du hast eine Wohnung, Essen und einen einflussreichen Neffen.« »So einflussreich nun auch wieder nicht. Irgendetwas ist mit dem Hubschrauber passiert. Das hast gezeigt, dass dein Machtbereich angekratzt ist.« »Kleiner Streit, Eifersüchteleien, aber sonst alles okay.« »Wenn alles okay ist und der Einfluss so groß, warum hast du mir dann nie geholfen, deine Tante wiederzufinden?« »Der Tante geht es gut. Sei beruhigt.« »Was heißt gut? Hast du Nachricht von ihr?« »Nein. Das heißt, ja, hatte ich.« »Na sag schon, los, sag schon. Nimm deine Hand weg, Onkel.« »Neulich habe ich es erfahren. Sie ist bei einer Freundin.« »Wie hast du das erfahren? Bei welcher Freundin? Hat sie von mir geredet?« »Nein, es hat mich jemand angerufen. Für sie.« »Sie ist bei dir. Nicht wahr? Ist sie doch. Wieso? Du bist mir die ganze Zeit so gelassen vorgekommen. Du hast nie vom Verschwinden deiner Tante geredet. Und ihr mochtet euch. Obwohl du ein mieser Charakter bist, hast du immer an ihr gehangen. Ich werde dir was sagen. Wenn du jemals jemand gemocht hast, wirklich jemanden geliebt hast, dann war es deine Tante. Von klein auf. Was soll das, Onkel? Mit 10 hast du dich unter dem Bett versteckt, um ihre Beine zu betrachten. Ja oder nein? Jedes Kind tut das. Ja, aber es mit 18 immer noch zu tun, ist schon merkwürdig. Ich mit 18? Wie oft habe ich dich überrascht, wenn du durch das Schlüsselloch der Badezimmertür geguckt hast? Du bist krank. Warum hast du nie geheiratet? Warum hast du einmal eine Freundin gehabt, die genauso aussah wie deine Tante?
Wir haben sogar noch gescherzt und gesagt, sie sei unsere Tochter und du würdest deine Cousine heiraten. Du bist wirklich krank. Und als die Freundin einen Unfall hatte und eine Schönheitsoperation machen musste, die ihre Nase und das Kinn leicht veränderte, was war da? Du hast sie sitzen lassen, ohne Erklärung mochte sie nicht mehr. Nein, weil sie Adelaide nicht mehr ähnlich sah und dein Interesse an ihr erlosch. Halt den Mund, Onkel, ich schick dich in die Isolation. Auch wenn du weißt, dass Adelaide unter dieser Isolation leiden würde? Sie mochte dich nicht. Bist du sicher? Bin ich. Wieso weißt du denn das? Sie hat es mir erzählt. Wir beide waren meistens allein. Erinnerst du dich? Dann spielte sie den ganzen Tag lang Klavier. Ununterbrochen. Sie war dann ganz anders. Fröhlich. Sie sang und putzte sich heraus. Putzte sich heraus? Du redest ja wie ein Alter. Was hast du denn für sie getan? Wenn du zurückkommst, wurde das Klavier zugedeckt. Die Kleidung kam in den Schrank. Die schönsten Sachen, die sie hatte, waren versteckt. Warum, Onkel? Du hast ihr keine reizvolle Kleidung erlaubt. Dekolletés etwa. Sie hat mir einmal gesagt, du seist eifersüchtig, hättest dich ziemlich mit ihr gestritten, als ihr verlobt war, wegen eines Minirocks. Sie hat nie etwas aus Kleidung gemacht. Nur einmal, da hatte sie sich ein Kleid eine Nummer zu klein gekauft. Es saß hauteng, die Brust hing fast heraus. Es war nicht einmal ein Streit. Ich sagte ganz ruhig, sie könnte so nicht ausgehen. Und ihr Kopf, Onkel? Was dachte der? Wie meinst du das? Was dachte sie über das Leben? Was wollte sie? Ist das ja ein Verhör? Du hast angefangen. Sie ist bei dir, nicht wahr? Hältst du deine Tante gefangen? Siehst du fern? Neulich konnte ich nicht schlafen und verbrachte die frühen Morgenstunden vor dem Fernseher. Ein ganz alter Streifen. Der Kerl mochte das Mädchen und hielt sie bei sich gefangen. Wie hieß der Film? Woher soll ich das wissen? Du bist doch ein Kinoliebhaber. Du müsstest das wissen. Ich glaube, es war Der Sammler. Genau. Also du denkst, ich halte die Tante zu Hause gefangen, was? Na geh doch hin. Gib mir eine Zirkulationsmarke, ich werde wirklich hingehen. Denkst du, du kommst so rein? Chef, ist es hier richtig? Der Mann, der immer Konfekt aß, hielt den Lastwagen an. Da war eine kleine, kahle Stelle und wir standen genau in der Mitte. Die Leute sahen uns immer noch unruhig und misstrauisch von den Abfallhaufen herab an. Der bläuliche Nebel hing sehr tief. Die Spitzen der höheren Haufen lagen schon im Nebel eingehüllt. Eine europäische Landschaft. Es wurde hell. Im Zwielicht erschienen die Lumpengestalten auf dem Abfall noch schreckenerregender. Der Geruch war unerträglich. Wie kann so etwas nur um einen herum geschehen, ohne dass man davon weiß? Und man kann nicht einmal sagen, dass das versteckt gehalten wurde. Da lag es offen vor uns. Merkwürdig, wir waren gar nicht durch einen Distriktzugang gekommen. Wir hatten verschiedene Stadtteile durchquert und ich konnte mich nicht an eine einzige funktionierende Kabine erinnern. Und soweit mir bekannt war, schlossen sie nachts nicht. Im Gegenteil. Sie verstärken die Wachsamkeit wegen der Durchbrüche. Ob es wegen des Lastwagens in den offiziellen Farben war? Wir stiegen aus. Sowohl der Mann, der Konfekt aß, als auch der, der Radio hörte, gingen mit dem Revolver in der Hand vorsichtig hinaus. Mein Neffe stieg unbekümmert aus, als sei er daran gewöhnt. Sie begannen, die Möbel abzuladen. Die Hügel rundherum füllten sich mit Leuten. Sie beobachteten uns schweigsam, fast verdutzt wegen der Möbel. Wie lange hatten sie schon kein Holz mehr gesehen? Ein Kahlköpfiger kam lässig herangeschlendert. Er legte die Hand auf einen Stuhl, blickte um sich, ergriff ihn und rannte fort. Wir sahen noch, wie er ihn in Stücke zerlegte und sie dann ins Feuer warf. Nun hatten die anderen Mut gefasst. Sie kamen langsam herab. Sie trauten sich nicht über uns herzufallen, aus Angst vor den Revolvern, die deutlich zu sehen waren. Sie nahmen überraschenderweise schön der Reihe nach die Möbel mit. Sie zerschlugen sie und fütterten damit ihre Scheiterhaufen. Mein Neffe näherte sich einer Gruppe von Blinden. Mein Neffe schüttelte eine Flasche Wasser. Ich kann nicht sagen, dass ihre Augen strahlten.
aber die hängenden Münder lächelten weichlich. Sie gaben gutturale Laute von sich und reckten die Hände ins Leere. Wollt ihr Wasser? Ja, müssen wir beim Graben helfen. Abgemacht. Viel graben, schön tief. Der Mann, der immer Konfekt aß, öffnete den seitlichen Kofferraum, entnahm ihm Hacken, Schaufeln und Spaten und verteilte sie an etwa 10 Blinde. Mein Neffe rief, sie könnten tief graben, er würde sagen, wann sie aufhören sollten. Er stellte die Gruppe auf, damit nicht einer auf den anderen einhackte oder mit der Schaufel einschlug. Ich sah in das Feuer. Tische, Stühle, Schränke, Kommoden, Toilettenschränkchen. Der Scheiterhaufen meiner Ehe. Alles, was wir gemeinsam ausgesucht, auf Raten gekauft, unter Schwierigkeiten bezahlt hatten. Alles in Sekunden weg. Nur verarbeitetes Holz. Alles zu Ende. In einer Minute. Ich hätte diesen Männern die Geschichte jedes Möbelstücks erzählen können. Was in jeder Schublade lag, jedes Papier, das darin war, jedes Kleidungsstück, jede Klammer, jede Stecknadel. Welche Bedeutung sollte es schon haben, alles aufzuheben, immer alles aufzuräumen? Plötzlich kam ich mir dumm vor, wie ich so dastand. Ein Mann mit hängenden Augen zerstörte die Truhe. Ein anderer kam ihm zu Hilfe. Ein dritter. Alle mit hängenden Augen. Sie gerieten aneinander. Der Deckel der Truhe öffnete sich. Ich sah die Pakete aus braunem Packpapier herausrollen, sich mit dem Abfall und dem Staub auf der Erde vermischen. Was würde Adelaide sagen? Oder würde sie gar nichts sagen? Von den Hügeln kamen andere Männer mit hängenden Augen herab. Es sah so aus, als teilten die Gruppen sich je nach Gebrechlichkeit ein. Die Verkrüppelten, die Deformierten, die Kahlköpfigen, die Hautlosen, die Krebskranken. Sollte ich vielleicht Männer mit einem Loch in der Hand suchen, um mich in meine Klasse zu integrieren? Während mir irgendetwas an diesen Menschen vertraut vorkam, aber was? Kehrte der grünbraune Fleck wieder. Und ich war auf der ganzen linken Seite für einen Augenblick gelähmt. Diesmal wurde der Fleck von einem stechenden Klopfen im Nacken und auf der Stirn begleitet. Ich schloss die Augen, aber der Fleck blieb. Unbewegliches Grün, und darin bewegte sich das Braun. Mit einiger Klarheit begann sich ein Bild zu formen. Und gleich löste es sich wieder auf. Das Unwohlsein war vorbei, ich konnte mich wieder bewegen. Und als ich diese Männer mit den hängenden Augen sah, kam mir meine Kindheit in Erinnerung. Das Grün in dem Fleck verharrte, das Braun bewegte sich. Wenn es mir gelungen wäre, das Bild für einige Zeit festzuhalten, hätte ich es deuten können. Ich konnte mich wieder bewegen. Der Fleck löste sich auf. Er verflüchtigte sich. Braun und Grün verschwammen ineinander. »Gib ein paar Schüsse ab und verjag diese Leute!« »Wozu? Sieh mal, was sie mit den Sachen anstellen. Du bist ein sehr merkwürdiger Mensch. Dich soll einer verstehen. Na und? Haben wir das nicht weggeworfen? Sollen sie damit doch machen, was sie wollen? Das waren meine Sachen. Wirklich sehr merkwürdig.« Die Männer mit den hängenden Augen schrien, stritten sich, rollten sich im Abfall herum und fielen in das Feuer. Die Möbel gaben den Scheiterhaufen Nahrung. Die Leute griffen nach den Paketen aus braunem Packpapier und öffneten sie. Einer riss sie dem anderen aus der Hand, sie vermengten sich brüllend in einem infernalischen Durcheinander. Ich beobachtete sie höchst fasziniert. Ich weiß nicht, warum nicht an diesen herabhängenden Bändern angezogen wurde. In der Verwirrung hätte so leicht einer einmal an diesen Bändern ziehen können. Es war, als verstünden sie sich noch in ihrer Wildheit.
Die Pakete begannen sich aufzulösen. Ich beobachtete sie höchst fasziniert. Also war es wahr. Was ich sah, war die Bestätigung. Die nicht mehr zu überbrückende Distanz, die mich von meiner Frau trennte. 30 Jahre zusammenleben, ohne es zu wissen. Und in weniger als einer halben Stunde die ganze Offenbarung. Durch diese Pakete, die zerfledderten und die jetzt ihren Inhalt preisgaben.